Willkommen in unserer FNs 23, meine Teamkarriere wie immer mit Audi. Wir sind in Season 2 und es steht der erste Sprint der neuen Season an, hier in Aserbaidschan, Baku. Und wir wissen aus der Vergangenheit, ich liebe die Strecke zwar, aber mit diesen Low-Pace-Autos ist da wirklich nicht, ja, viel Spaß drin. Dennoch freue ich mich extrem, hier Baku 6003 Meter, 20 Kurven, 2 DS-Zonen. Es ist toll, es ist genial. Nur wir werden halt wirklich hart arbeiten müssen, um eine gute Position oder sprich überhaupt Punkte holen zu können. Wir gehen direkt in den ins Rennen rein, in den Sprint rein und let's go. Wir starten hier vom 18. Platz. Das ist gar nicht gut. Nigel von 15. Also unser Startplatz ist ja semi-gut. Nigel wieder grottig weggekommen. Rote Reifen sind natürlich, ich wollte ehrlich gesagt die gelben nehmen. Nur das Ding ist halt, ja, hier kommen wir eigentlich auch gut aus der ersten Kurve raus. Das Ding ist halt, dass wir gerade mit diesen gelben Reifen eher, ja, gefressen werden würden. Und boah, da kriege ich mich hart über den Körper. Ja, da habe ich ganz spät. Das hat mich weitergeleitet. Ich habe dann direkt drüber gelenkt. Aber ja, da lassen wir mal vorerst Bottas vorbei. Denn es wäre dann natürlich noch asozialer, wenn er jetzt hier irgendwie, wenn wir dann nochmal eine Kollision hätten. Boah, da kommt es ganz, ganz nah an die Mauer. Ich glaube, wir haben da sogar ein bisschen gerieben dran. Ich mag Baku zwar sehr, nur, ja, dieses Auto entwickelt sich aktuell ein bisschen in die falsche Richtung. Ich muss da wirklich ein, zwei Upgrades abwarten, denn das Chassis und auch die Aerodynamik, die hat ordentlich gelitten. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel, falls euch meine Videos gefallen. Würde mich sehr freuen und macht doch gerne ein Däumchen oben da, falls euch meine Videos gefallen. Und schaut doch gerne, wie gesagt, auf Instagram und falls ihr natürlich von TikTok kommt oder so, oder natürlich auch nicht, würde ich mich auch freuen, wenn ihr gerne auf jetzt-tobi auf TikTok vorbeischauen würdet. Unser erster Sektor war hier etwas semi, also gerade so, ja, wir hätten da fast so ein bisschen den Charles gemacht, der hatte da auch so seine Probleme. Das hat auch ordentlich Zeit gekostet, eine Sekunde fehlt und dazu leckt er. Und der fährt nur auf den 11. Platz, warum sein Teamkollege auf den 1. Das ist schon eine komische Wende, dass da wirklich immer der Rivale dann um Welten besser fährt. Das sind Welten, das ist nicht jetzt so ein Aufflackern oder so. Das ist toll, wie gut Sainz aktuell ist. Aber warum dann zeitgleich auch der andere im Team so unfassbar grottenschlecht wird, weiß ich natürlich auch nicht. Hier werden wir jetzt uns ordentlich verteidigen müssen. Jetzt geht's eigentlich noch. Carlos Sainz hier die schnellste Rennrunde. Bottas, glaube ich, auch von der Pace her. Ah, die sind langsamer als wir auf der Geraden. Das ist interessant, obwohl wir schon sehr langsam sind, sind die nochmal um Welten langsamer. Nico Leclerc und dann Dritter kämpfen da vorne. Ohne Position, ah, das sind sogar noch mehr, glaube ich, oder? Es ist Leclerc auf jeden Fall, es ist Hülkenberg, aber den Hang konnte ich noch nicht sehen. Wir sind hier in der dritten Runde, wir haben links wieder den Bug, war Starttaste drin, haben eine Replay aufgenommen und dann zack, gehst du wieder rein ins Rennen und das ist rot. Das ist natürlich ein bisschen bitter, vielleicht haben sie das mit dem Patch von gestern endlich, ja, geändert. Wir kommen hier im Windschatten an Leclerc vorbei und das können wir wirklich Nico Hülkenberg verdanken, denn der hat da wirklich, ja, uns die Tür geöffnet mit seinem, ja, Aufhalten und, ja, ich will nicht sagen Aufhalten, mit seinem Verteidigen, ja, auch gegen Esteban Ocon. Nein, ich glaube, Ocon war eigentlich so ein bisschen dieser Drahtzieher des Ganzen und wir konnten da wirklich jetzt ordentlich davon profitieren. Natürlich muss ich auch gucken, dass ich da jetzt, ja, schnell nah an Hülkenberg drankomme, sonst wird das wirklich mega schwierig werden, hier an den guten Charles vorbeizukommen. So, aber jetzt gehen wir hier in den Mittelsektor. Und ja, die Kurve ist wirklich schwierig geworden mit diesen neuen Autos. Und generell, ich fühle mich nichts mehr so wohl. Also erste Season war top hier. Jetzt, ja, fehlt es am Handling und an der Pace. Und das ist dann wirklich doppelt bitter. Hinterreifen sind okay, ja, 15%. Also das sollten wir easy schaffen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir... Oh mein Gott, ja. Viel zu früh eingelenkt. Und dann, ja, machen wir da die Mauerknutscher beinahe, das war wirklich sehr knapp. Wir sind hier in der vierten Runde, hier sticht Leclerc vorbei und kann sich nicht halten und der fährt in die Mauer, Leute. Wir hatten, man kann hier einfach nicht reinhalten. Charles Leclerc ist aus dem Rennen ausgeschieden und da hinten bildet sich ein kleiner Stau. Ich weiß nicht genau, bin ich hier schuld gewesen? Ich meine, natürlich war ich vorne, aber das ist natürlich echt dumm, dass der da so... Mann, das ist echt schade. Und wir sind jetzt hier in der vierten von sechs Runden. Jetzt sind 12 Sekunden, also diesen Platz sollten wir locker behalten. Und das ist natürlich echt bitter, wenn das passiert. So ein Crash, das will man eigentlich nicht. Aber seid gerne ehrlich, wer ist hier schuld? Muss ich
Hätte ich mehr Platz lassen müssen nur, oder hätte ich ihm den Platz einfach geben lassen sollen? Ich bin mir da sehr unsicher gewesen. Dachte auch, ja, Respawn ist aber, das ist natürlich alles nicht so gut. Fünfter von sechs Runden. Ja, Piastri holt da ordentlich auf, aber das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ich fahre da jetzt meine langsamere Pace etwas runter. Hülkenberg auch nach einem Top-Ergebnis heute. Neunter Platz, knapp an den Punkten vorbei. Wir sind hier Elfter. Und das ist schon mal ein guter Startplatz, dass es keine Punkte geben wird. Im Sprint, das war mir auch ehrlich gesagt klar. Also mir war das ehrlich gesagt klar. Beim Startplatz 18 war mir klar, dass es keine Punkte geben wird. Und jetzt geht's hier noch einmal in diesen längeren Mittelsektor. Ersten Sektor ist noch immer noch. In den längeren ersten Sektor. Full Speed hier Richtung. Das ist wirklich eine unfassbar schlimme Kurve. Denn wenn du dich vertust und zu früh anlenkst, kannst du links antitschen. Wenn du dich vertust, viel zu spät bremst, musst du gerade weiter. Und wenn du dich nur leicht vertust, ditchst du rechts an die Mauer. Also diese Kurve ist wirklich sehr hardcore. Die mag ich ehrlich gesagt nicht so besonders. Und wir sind jetzt hier im letzten Sektor. Bottas hat, Piastri hat zwar ja jetzt nochmal eine halbe Sekunde hier abgenommen. Ist aber egal, Leute. Wir sind hier dennoch auf einem sehr guten 11. Platz unterwegs. Und können ja eigentlich gut mit erhobenen Hauptes sagen, tolles Ergebnis. 7 Plätze gut gemacht und Perez gewinnt ja wieder. Der mauselt sich schon langsam zum WM-Favoriten. Der ist wirklich in der Spielerkarriere sehr strong, aber wir wissen ja, das war ja zu Beginn bei Red Bull auch. Und ja, jetzt sind es fast über 100 Punkte. Das ist ja einfach nur bitter. Jetzt hier der 11. Platz. Gucken wir uns mal den restlichen Starting Grid an. Und ich freue mich extrem. Let's go. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Heute startet Sergio Perez von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Russell, Norris, Gasly, Hülkenberg, Ocon, der Wissenschaftler, Oscar Piastri, Sainz, Bottas, Magnussen, Stroll, Doohan, Mansell, Tsunoda, Albon, Sargent, De Vries, Joe und Charles Leclerc komplettiert die heutige Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und Leclerc wird da wirklich nur vom letzten Platz starten. Das ist mega bitter. Und warum Sainz so weit hinten ist, ich habe gar keine Ahnung. Der war erster im Sprint. Also wir starten natürlich besser, denn ich habe mich für eine andere Strategie entschieden. Wir werden von Rot auf Gelb gehen. Ob das Genius ist oder dumm, da vorne kracht es zwischen dem Mercedes. Ich muss hier mal ausweichen, weil Nico mir innen die Tür zugehauen hat. Trotzdem, Halleluja, die teaminternen Fights hier ordentlich. Die ersten paar Kurven, sehr, sehr spannend hier im Windschatten. Max Verstappen dran. Das ist natürlich jetzt eher Genius, dass wir da die Routen genommen haben. Wird aber zum Ende hin natürlich schwierig werden, wenn die KI die Routen aufzieht. Und da hält Norris drauf. Ja, da kann ich nichts anderes außer ausweichen. Das ist ganz, ganz bitter. Gerade die erste Runde, sehr turbulent hier. Lando Norris jagt Verstappen, die Best Friends hier. Ja, im Fight. Also da ist es wirklich... Da ist keine Freundschaft zu sehen, da geben sie sich wirklich gegenseitig. Das ist hardcore, wie die hier andrücken. Gerade Norris, sehr übermotiviert, der ist aber auch auf gelbem Reifen unterwegs. Die McLaren scheinen auch hier im Game einen Sprung nach vorne gemacht zu haben. Ja, sechster Platz ist auf dem Blatt natürlich schön. Ich denke aber mal, auf die 18 Runden aufgeteilt werden wir trotzdem betteln müssen, generell um Punkte zu holen. Denn unser Auto ist hier gerade all in all nicht das stärkste. Das habe ich auch gemerkt im Qualifying. Auch schon im Training, also du merkst das direkt. Und nächstes Morgen geht es dann nach Miami. Ich freue mich auch schon, am Wochenende geht es nach Belgien Spa. Ich werde auch wieder mal versuchen, eine Last-to-First-Challenge mit euch hier zu wagen. Oder eine Last-Man-Standing. Sucht es euch gerne aus, ihr dürft dazu auch gerne auf TikTok abstimmen. Und ich freue mich extrem. Also wirklich, wow, da drücken wir uns nah an die Mauer dran. Und jetzt im Windschatten könnten wir dennoch an Lando Norris ordentlich drankommen. Ich pushe jetzt hier auf den On the Limits. Jetzt sind wir schon aus dem Sekundenfenster zu Nico Hülkenberg draußen. Im Windschatten könnten wir uns hier an Lando Norris, der schert schon aus und macht uns hier die Tür für Turn 1 auf. Jupp,
dann nehmen wir den ersten Platz mit und sagen danke, den fünften Platz mit und sagen Dankeschön, Lando. Im Windschatten können wir jetzt uns aber noch in Verstappen reinsammeln. Wenn es dieses schreckliche DS nicht geben würde, wäre das natürlich toll. Nur das Ding ist halt wirklich, dass das DRS bei den anderen Autos einfach viel mehr wirkt wie bei uns. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob es eine dumme Ausrede ist, aber es kommt mir ehrlich gesagt so vor, als ob unser DRS-Effekt wirklich so minimal ist. Also habt ihr da wirklich irgendwelche Erklärungen dazu? Ist das bei euch vielleicht auch so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was mit dem DRS nicht stimmt. Wir gucken uns hier die Start-Replay noch einmal an. Und das war, der zweite in der linken Reihe stand sehr weit links von sich aus gesehen. Ich glaube, das war Max, oder? Also der ist da wirklich sehr weit links gestanden. Ja gut, 4 in einer Kurve ist dann doch ein bisschen zu viel. Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Mercedes hier schuld sind, oder? Was sagt ihr? Ist das Mercedes schuld oder doch, weil es einfach zu viele waren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wir sind hier back. Max Verstappen jetzt auch hinter uns gelassen. Den konnten wir auf der Geraden überholen. Und jetzt heißt es natürlich, push to the limits. Die sind schon 7 Sekunden weg. Natürlich liegt das einerseits an den Fights, die die Leute vor uns da sich geliefert haben. Aber auch an der Pace, die hier fehlt. Dennoch, die Vorderleute sind mit Rot unterwegs und sind dann natürlich auf einer anderen Strategie. Haben wir jetzt aber natürlich auch schon das Polster, das ich auch gerne zu Max Verstappen, zu Lando Norris hätte. Ich denke mal dadurch, dass die Reifen maximal 6 Runden halten werden. Ich muss bis 80 rausziehen. Also das könnte sehr spannend werden, zumal es jetzt natürlich auch das DRS gibt. Ich glaube, wir könnten uns jetzt nach vorne halten. Ich weiß, mein ES-Management ist grottig, aber auch mein ES-Speicher ist irgendwie grottig. Also ich probiere da immer wirklich ERS auf Overtake zu benutzen, aber nur bis maximal 2%, dass sich dann das Ganze noch auf Mittel bis zum Ende der Geraden ausgeht, falls ihr wisst, was ich meine. Und ja, besseres ES-Management, da bin ich auch gern offen für Vorschläge. Ich bin nicht der beste ERS, ich mag dieses ganze Zeug sowieso nicht. Auch das DRS, das ist, ich finde, Racing ist Racing, und wenn man dann so Hilfsmittel braucht, zeigt es dann auch, dass die Grundbasis des Autos irgendwie nicht stimmt. Muss ich ehrlich gesagt sagen, also es ist für mich die Grundbasis. Hier drückt jetzt Lando Norris an, denn Max Verstappen ist jetzt vorbei und wir müssen uns hier ein bisschen verteidigen. Es ist Runde 8 und ich gehe jetzt mal in die Box vorerst. Es war eigentlich okay, die Führenden sind wirklich weggezogen und wir hängen hier ja so ein bisschen weg. Ich weiß auch nicht genau, wo wir jetzt rauskommen, ob die Gelben eine gute Idee ist, sind, ob wir eventuell vielleicht die falsche Strategie gewählt haben. Wie lange, vor allem auch wie schnell können die anderen Leute fahren, die vor und unmittelbar neben mir waren. Das sind alles Fragen, die werden sich erst die nächsten 1-2 Runden beantworten. Jetzt gehen wir hier allerdings mal raus. Wir werden den vorletzten Platz einnehmen, weil auch Yuki Tsunoda in der Box war, sich die Weißen abgeholt hat. Und ich glaube auch 8 Runden mit den Roten ist das Maximum. Also gerade so die letzten paar Kurven, da ist sowieso nichts mehr gegangen. Jetzt heißt es wirklich pushen, was das Zeug hält. 1-2 Runden richtig pushen. Denn ich möchte natürlich auch, wenn es geht, in die Punkte, in den Punkten landen. Und ich denke mal nicht, dass wir den alten Platz noch bekommen werden, hinter Verstappen, so auf den 5. Platz oder 6. Das wird vermutlich unmöglich werden. Dennoch freue ich mich wirklich. Also wir müssen hier pushen to the limits, keep pushing, einfach nur Hammer Time, irgendwas, egal. Es ist egal, wir müssen hier einfach irgendwie die Gap verkleinern. Es sind 8 Sekunden und zu De Vries holen wir jetzt mal in Riesenschritten auf. Liegt aber auch dran, dass seine roten Reifen bestimmt unfahrbar geworden sind. Also gerade De Vries, den könnten wir uns hier locker holen. Ich muss halt auch sagen, ich finde den zweiten Stint generell in einem Rennen immer viel cooler als den ersten Stint, denn du musst da wirklich unfassbar auf die Reifen aufpassen und beim zweiten weißt du halt, wenn du den ersten rausgezögert hast, hast du halt auch leichtes Spiel. Und ich glaube, 9 Runden mit den gelben Reifen sollten wir schon mit Leichtigkeit schaffen. Jetzt hier gelb und dort bitte kein Safety Car. Bitte, bitte, bitte kein Safety Car. Bitte kein Safety Car. Was ist, warum ist hier gelb? Da ist einer ganz, ganz langsam. Aber wo das Ganze? Und der fährt hier, ist es ja. Und da wäre, das war wirklich der dann. Da wäre ich fast irgendwie hinten drauf gefahren. Das war haarscharf. Ich wusste natürlich, dass gelb ist, aber dass es genau der ist, der mitten auf der Strecke fährt. Das war eine Erneuerung auf jeden Fall. Jetzt waren die ersten in der Box. Nigel auch darunter, Magnussen darunter. Der ist aber auch knapp hinter uns rausgekommen. Das ist nicht weit.
Wir haben auch da schon knappe drei Sekunden zu Guan Yu aufgeholt. Das ist gut. Guan Yu natürlich jetzt ein bisschen schade, denn mit dem 5. Platz, der beste Qualifying-Platz seiner Karriere. Und dann doch so dieser Crash mit Rick und mit den beiden Alpinen. Das ist natürlich bitter, wenn sowas passiert. Dennoch freue ich mich für ihn. Also es war ein tolles Qualifying. Und ich glaube auch, dass im Rennen da mehr gegangen wäre. Nur, ja, der Start war halt eher nix, wie bei Hamilton ähnlich. Der war ja da auch eher semi-gut. Und ja, deswegen hat es dann leider nicht viel gebracht. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es unbedingt gerne auch in die Kommentare. Jetzt gehen wir hier aber mal richtig Risiko ein. Vier Sekunden nur noch. Wir haben da jetzt die Hälfte aufgeholt an Gap. Also ich pushe da wirklich was, das Zeug hält. Der Red Bull ist unfassbar weit weg aus Start und Ziel. Also wenn der das Rennen anführt und das wird er, das ist ja dann Welten sind das dann, oder? Ist das wirklich der Red Bull, der auf den ersten Platz herumkurft? Oder ist das vielleicht einer, der schon in der Box war und deswegen weiter hinten ist? Da bin ich mir gar nicht sicher, das ist wirklich ein Wahnsinn, wie weit die da vorne sind. Der McLaren fightet mit dem Mercedes, auch eine interessante Sache. Und jetzt wird spannend, Leute, denn der Red Bull, gegen den wir fahren, der sitzt in der Box drin, auch Lando in der Box. Und all in all fighten wir ja eigentlich auch gegen die oder unmittelbar gegen die Konkurrenz da in diesem Kretzel. Also sind auch einige von denen, die hinter uns waren, in der Box jetzt drin. Gucken wir jetzt mal. Max Verstappen ist in Schlagdistanz und der kommt nur ganz knapp vor uns raus. Wir kommen sogar vor Lando Norris raus und die KI hat diesmal nicht dumme Fehler gemacht. Wir sind jetzt an Verstappen mal erstens vorbei. Aber. Der hat die roten Reifen. Unsere gelben Reifen sind etwas abgenutzt und jetzt heißt es natürlich, ja, was soll ich denn hin? Da müssen wir ihn mal ziehen lassen, oder? Ja, da kann ich ja jetzt auch, ja, der hat sogar gewusst, dass ich hier reinhalten will, habt ihr das gesehen? Und da hat er sogar abgedeckt, das war toll. Das war ein cooler Move von der KI, also das ist wirklich cool. Ich hätte ihn nicht reingehalten, aber trotzdem, für den Fall, dass ich es gemacht hätte, hätte er da sogar noch abgedeckt. Also das ist wirklich interessant. Und der ist da direkt aus dem DS-Fenster draußen. Also wir können da kaum was machen. Das ist ein Wahnsinn. Und ich denke mal auch, dass uns da mit Norris zugehen wird. Und so ist es auch. Max ist schon 4 Sekunden weg und jetzt drückt auch der Lando an. Auch Hülkenberg ist viel schneller mit den roten Reifen. Und rückblickend natürlich eine dumme Strategie, dass wir da mit den roten gestartet sind. Aber was willst du machen? Ich meine, wir starten von P11 und ich möchte auch Punkte holen. Und wenn ich da jetzt auch die normale Strategie wie die anderen gehe, dann wäre ich nie im Leben so weit nach vorne gekommen. Und da kommt Lando jetzt rechts. Da fehlt ihm aber an Pace. Da können wir die Tür nochmal kurz zuschlagen. Jetzt nimmt er sich aber im Windschatten hier. Da dürfen wir noch einmal kreuzen. Dennoch zieht er da jetzt links mal rein. Da sehen wir jetzt mal kurz seine Nase. Da berührt er sogar eine Mauer. Oh mein Gott, ja, was soll ich machen? Ich meine, er verbremst sich in Turn 1. Ja, das ist, die nehme ich mit, die Verbannung. Ich meine, das ist halt wirklich schwierig, in solchen Kurven nebeneinander reinzufahren und dass man sich dann nicht berührt, ist wirklich, boah, das ist ein Mammutprojekt. Natürlich, der Einzige, der aktuell lacht, ist einerseits Verstappen, der davon ziehen kann, aber der hätte, glaube ich, sowieso, da hätten wir sowieso wenig Chance gehabt. Aber andererseits natürlich Nico, der holt jetzt schon 7/10 aufgeholt. Also der hat jetzt schon 7/10 aufgeholt. Das ist wirklich natürlich schön. Jetzt haben wir aber auch mal einen kurzen Moment zum Durchschnaufen, während wir uns hier jetzt mal die Wiederholungen angucken. Runde Nummer 4, das ist dieser Fight gegen Max Verstappen, das erste Mal, wo wir ihn da überholt haben. Das habe ich, glaube ich, ihn nicht ganz gezeigt hier im Video. Und da konnten wir ihn, daraus geschert und wir, oh mein Gott, Leute, der Flügel ist halt wirklich, boah, dass der nicht kaputt gegangen ist, das wundert mich. Und da konnten wir, und da hat auch Norris so ein bisschen seine Chance gewittert. Und dann hier gegen Max noch einmal hier im Windschatten, DRS on, gegen Norris aber auch. Und das war 6. Runde, der Gegenkonter von mir. Und da konnten wir noch einmal vorbeiziehen, dass unsere Nase so gut aussieht, das wundert mich for real. Denn hier passiert es noch einmal, der gleiche Verbremser, Leute. Der rechte Vorderreifen und auch der Flügel hat noch einiges mitzumachen. Und da bin ich echt froh drüber, dass da nicht viel mehr passiert ist. Runde Nummer 9. Und da hatten wir jetzt auch kaum Konkurrenz, das ist nur so Freefahrt. Das ist nämlich jetzt auch diese Szene, wo ich sehr spät realisiert habe, dass der McLaren ja nicht auf seiner ja, Boxeneinfahrtslinie fährt hier, sondern einfach ausrollt. Gott sei Dank ist da alles gut gegangen, das hätte zu einer Katastrophe ja, führen können. Hier dann noch einmal der Runde Nummer 11. Gegen wen fahren wir hier? Gegen den
Alfa Romeo, der sich die Box abgebogen und gegen Max Verstappen. Da waren wir noch einmal kurz vorbei, bevor uns dann ja der Maximilian dann doch endgültig geholt hat. Hier jetzt auch Lando Norris, ganz wuchtiger Umschnitt, der ist jetzt auch vorbei und da innen. Ja, diesmal machen wir das Ganze ein Ticken besser, aber jetzt zieht auch schon Ocon vorbei und ich wollte hier ein bisschen nur abbremsen, also nur knapp vom Gas gehen, denn ich wollte mir das DRS erhaschen, aber das war eher eine semi-gute Idee, denn jetzt ist er auf jeden Fall weg, oder? Ich glaube, das wird nicht reichen. Nope. Da ist auch Lando Norris futsch und da drücken die nächsten beiden an mit den roten Reifen. Es ist Nico Hülkenberg und Esteban Ocon, beide, ja, eigentlich ein Auto in unserer Greifweite. Dennoch ist es natürlich mega schwierig, dass wir hier, ja, die mit dem unterlegenen Material, also ich meine jetzt nicht vom Auto her, sondern vom Reifen her, dass wir die dann nur irgendwie überholen können. Also, dass wir die überhaupt irgendwie hinten halten können. Auch die fehlende Topspeed-Werte sind natürlich jetzt nicht gerade eine große Hilfe. Norris hilft uns aber hier mit seinem DRS. Jetzt hängen wir hier dran und es reicht, oh mein Gott, so spät rausgeschert. Das war asozial. Das war echt asozial. Ich war viel zu spät auf der Bremse. Aber ja, ich meine, was soll ich machen? Ich glaube, auch Norris wird uns jetzt hier auf der Gegengeraden direkt wiederholen. Und ich glaube auch, dass ich mich nicht stark wehren werde. Denn ja, es war sowieso asozial in Turn 1. Und er hat mir ja zum generell hier überhaupt verholfen, dass ich nicht von den ja, beiden jetzt erst Martin-Jungs aufgefressen werde. Jetzt hier nehme ich eigentlich viel mehr Schwung mit. Natürlich fehlt es hier jetzt auch an Reifen schon, denn der ist, sticht einfach rein. Was soll ich da machen wirklich? Was soll, das ist einfach nur dumm von der KI. Und das hat so viel Zeit gekostet, dass wir sogar aus dem Sekundenfenster rausgefallen sind. Das ist natürlich gar nicht gut, denn jetzt werden uns da vermutlich die auch noch richtig gefährlich werden, wenn ich es nicht irgendwie schaffe, noch in diesem Sektor ins DRS-Fenster von roten Reifen zu kommen, die sowieso wesentlich frischer sind. Der Rutscher hier nochmal. Also das wird nichts mehr, glaube ich. Ich muss auf jeden Fall irgendwo Zeit finden. Das ist, ja, das ist das, was wir müssen. Wir haben es noch geschafft, ja, vorne den beiden zu bleiben. Trotzdem Lando jetzt 3 Sekunden weg. Es wird nicht reichen. Perez im Ziel und es sind 3 Zehntel zu Nico Hülkenberg. Und 1,3 Sekunden zu Esteban Ocon. Die Kurve gut erwischen. Das war gut. Das war sehr sauber. Trotzdem sind die Reifen natürlich down. Nico kommt auch im Windschatten viel, viel besser dran. Jetzt hier, jetzt wird es ganz knapp. Oh, da kommen wir auf den Curb drauf. Da müssen wir ihn ganz weit rausschicken. Und da können wir die Tür zuwerfen. Das war natürlich gut. Denn dadurch verliert er da wertvolle Zeit. Und wir, glaube ich, haben das irgendwie so noch gerettet, oder? Ich glaube, durch diesen Schwung wird er sogar jetzt noch gegen Ocon das Ganze. No way, Ocon ist jetzt auch noch vorbei. Es ist irgendwie gelungen, uns den 6. Platz heranzufahren. Es ist okay. Es war ein sehr hartes Rennen. Und ich glaube, da kommen nach Miami noch bessere Strecken für uns. Wir sind Drive of the Day geworden. Von 11 auf 6 bin ich froh. 8 wichtige Punkte. Gucken wir uns die Siegerung an. Ein weiterer großer Preis von Aserbaidschan. Das war ein hochinteressantes Rennen und ein verdienter Sieg. Was denkst du, Stefan? Wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Er ist der Topscorer, das ist natürlich eine phänomenale Leistung
aufs so im kompletten Wochenende geblickt. Das sind 16 Punkte mehr, die hier Perez zu Max aufgeholt hat. Also ich glaube, Perez ist hier wirklich der Topscorer heute. Nigel wieder 0 Punkte. Das ist natürlich bitter, dass hier gar keine Punkte da sind. Und ja, wir holen hier all in all ja, die 8 Punkte. WM-mäßig bin ich auch sehr gespannt. Nigel, ja, das ist natürlich bitter. Also das war das Sprintergebnis vorhin und das ist jetzt das Rennergebnis. Nigel von 16 auf 18. Ja, es ist traurig. Aber auf der Runde war er eigentlich nicht so langsam. Es waren nur 5 Zehntel, die er da auf eine Runde verloren hat. Ja, unsere Strategie jetzt nicht gerade die beste, denn am Ende hin ist wirklich der Reifen eingebrochen. Das war eigentlich gar nicht so. Muss ich sagen, all in all war es eigentlich ein tolles Ergebnis. Also die 8 Punkte nehmen wir mit. Das Qualifying, das ist wirklich immer tricky. Und ich werde da, wie gesagt, auch in ein, zwei Rennen werden wir dann wirklich probieren, kurzes Qualifying. Dann kannst du mit einem Slipstream, mit einem guten Windschattenverhältnis auf manchen Strecken da wirklich auch 2-3 Zehntel nochmal rausholen, die dann eventuell ja Plätze bringen, die man auch besser managen kann. Also ein P18 ist dann wirklich echt bad. Qualifying-mäßig ist Nigel toll. Im Rennen fehlt es da wirklich noch an einiges. 450.000 nehmen wir mit. Das ist auch gut. Und ich freue mich, denn wir müssen uns einen neuen Sponsor suchen. Das ist nicht gut. Trotzdem, ja, den nehmen wir. Gucken wir mal rein. Ja, der alte war natürlich gut. Wir müssen auch wieder gucken, wie immer, dass wir jetzt auch einen Sponsor nehmen, der nicht zu viele Anforderungen stellt. Punkte, schnellste Rennrunde oder so, das wird unmöglich werden. Dann nehmen wir das ist ziemlich easy. Triebwerk Team Ausbau. Ich finde das Sponsor-Event wichtiger. In der Aerodynamik würde ich auch gern mehr upgraden, denn gerade hier sind wir letzter Platz. Mit den nächsten Upgrades würden wir da vor Mercedes hüpfen. Schaut unbedingt gerne auf Witz-Tobi vorbei auf TikTok. Würde mich gerne über einen Support, würde mich gerne freuen. Und ja, Links wie immer alle in der Bio. Vielen, vielen Dank. Macht die 13k voll. Falls euch meine Videos hier gefallen, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen rum freuen. Und falls ihr noch nicht habt, auch gerne über ein Abo. Und das heutige Wort des Tages ist Rear Wing. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bye.